Halt manchmal. Und auch, dass wir noch mal wieder ein schönes Interview machen mit allen, dass wir für Überraschungen sorgen, vielleicht beim einen oder anderen. Viel Spaß dabei. Ja, er redet Hochdeutsch. Ich verstehe nichts. Ich habe nicht verstanden, wer ist erst, wer ist zweit, wer ist dritt, mit dem Durcheinander, wo ich war. Aber wie ich habe verstanden, der zweit war, hat eben mehrere Mal nicht auf der Piste geblieben und sie haben ihm gesagt, den er nicht verstanden hat. Und darum ist alles einfach ein bisschen gewechselt worden. Aber jetzt kann ich gleich ein paar Fragen. Vorne, wo? Beim dritten an. Du weißt nicht, was du hier machst, gell? Ja. Ja, ich bin ein bisschen überrascht. Vor allem bin ich heute Morgen gestürzt, relativ fest. Wir müssen das Zeug flicken, eine halbe Stunde vor dem Rennen. Dann war das Ganze dann fertig. Ja. Und bist du schon am Duschen gewesen, wo sie dich gefragt haben, für wovon ist es gekommen? Nein, noch nicht. Aber schon die Schuhe abziehen. Ah. Aber es ist gut, ja, gratulieren. Und für sonst, wie war das Rennen bei dir? Ja, der Start war noch mega gut gewesen. Dann habe ich zwei Plätze verloren. Dann habe ich mit dem Reto und dem Hansi rechts Duell geleistet. Den Reto konnte ich immer auf der Gerade überholen. Ja, und der ist auf der Bremssack stach und dann ist er halt wieder vorbei. Und am Schluss habe ich noch einen Fehler gemacht, da ist dann der Hansi auch noch vorbei. Und dann konnte ich noch zum Glück auf der Start- und Zielgerade noch so knapp überholen. Gut, gratuliere. Danke vielmals. Ja, jetzt komme ich schon dir. Und wie war bei dir zu rennen gewesen? Ja, es hat ein bisschen schwierig angefangen. Start ist mir nicht ganz gelungen. Es hatte einen Polk vor dran. Ich konnte mich aber dann ein wenig durchprügeln. Der Joel, der Hansi konnte ich hinter mir lassen. Aber dann auf die Dreiergruppe aufzuschliessen, war schwierig. Vor allem, weil wir auch regulär sind gefahren in der Markierung. Ja, es verleitet einem schnell, raus den Schwung zu holen. Aber ja, wir haben darauf geschaut, dass wir es nicht machen. Ja, und jetzt da sind wir. Oh, gratuliere, jetzt kommen wir schon Damien. Den kenne ich auch schon Jahre. Hä? Ja, so viele Jahre bist du nicht noch schon mit mir Rennen gefahren? Nein, schon nicht. Aber gut, und du? Ist es aber gut gegangen. Aber du hast aber gewonnen, hast einen schönen Kampf gehabt. Und jetzt halt die Kollege ist nicht da. Der Theo, wo ist der Theo? Ist er noch da? Ah, ja. Ich sage ihm, der wollte mit ihm ein paar Wörter auf Französisch reden. Ja, und für dich, wie war das Rennen? Ja, es ist... Es war recht schwierig. Ich wusste von Anfang an, gewusst, der Theo, wenn er eine freie Bahn hat, wird er schneller sein als ich. Der Hansi hat einen super Start gehabt. Ich wusste, sofort probieren vorbeizufahren, dass ich eine Lücke auftun kann. Ist mir nicht ganz gelungen. Wir haben bis in die letzte Runde eigentlich gefightet. Und ich wusste, ich muss einfach dran sein, auf Startziel raus. Ich habe dann probiert, herzufahren in den letzten Runden und bin wirklich immer wieder näher gekommen. Und dann aus dem Windschatten raus in der letzten Runde können überholen. Was jetzt am Schluss war, mit den Track Limits und so, weiss ich nicht. Ich habe wirklich gewusst, man darf nicht raus. Ich habe mir auch geschworen, probiere wirklich alles, dass du den nicht raus tust, weil sie sehen, dass sie streng sind. Von dem her habe ich wirklich probiert, das auch einzuhalten. Das ist mir, glaube ich, wie es aussieht, gelungen. Ja, manchmal ist es wirklich schwierig. Es verliert auch, es verliert sehr gerne, dass man es häufig zu weit rausgeht oder zu früh zieht, weil man halt nicht Gras hat. Aber mit dem Ergebnis müssen wir, glaube ich, zufrieden sein. Ja, man hat sich viel gespielt auf der Gerade, weil jedes Mal war ein anderer vorne. Man hat sich viel mit dem Windschatten gespielt. Aber jetzt, wenn du eingangs gerade, wenn du hängen bist, hast du gewusst, du kommst vor dem Ziel?
Ja, ich wusste nicht. Ich wusste, ich muss näher dran sein. Ich habe es zwei, drei Mal ausprobiert während dem Rennen. Ich wusste, wenn ich genug näher dran bin, soll es eigentlich länger. Okay. Also, gratuliere. Théo, il est où Théo? Théo, viens voir là. On va parler français. Il y a des romans là? Ouais, alors. Ouais, alors Théo, tu dois être un peu déçu, je pense. Ouais, mais par contre, je crois que à entendre les autres, on leur a bien expliqué qu'il fallait rester sur la piste. Et moi, ce que j'ai entendu, hein, j'ai rien vu, ouais. Mais c'est pas qu'une fois tu es sorti, régulièrement tu sortais de la piste. Est-ce que. Ah, tu sais pas, c'est ce qu'on m'a dit, hein, toi, je veux dire. Ouais. Yeah. Bah, explique-toi. Ouais. Ok. Prends les deux. Ah, t'es mal, hein? Mais je tiens. Non, c'est bon. Ouais. Alors, on m'entend? Ouais. J'avoue, je suis sorti une fois le premier tour, je me souviens de ça. J'ai fait une erreur, j'ai perdu l'arrière, je suis sorti de la piste. Et du coup, lui, ce qu'on voyait à la caméra, c'est moi qui sors de la piste. Et donc, c'est sanction directe pour moi. Ok, j'avoue, j'ai fait. Après, jusqu'à dire que je suis sorti plusieurs fois, ça, c'est faux, quoi. Moi, je suis sûr que je suis jamais sorti plusieurs fois. Ouais, mais ça, c'est le règlement. Et il y a cet avertissement des 30 secondes. Tous les briefings sont en allemand ou en anglais. Nous, on comprend ce qu'on peut. Et du coup, je trouve que c'est vachement injuste d'arriver à la fin de la course et que j'apprenne que je suis disqualifié, quoi. Oui, j'espère que les informations, tu l'as reçues. C'est vrai que nous, les Suisses romands, on est des fois désavantagés, hein, de ne pas comprendre, parce que c'est vrai que c'est... Il y a beaucoup de Suisses allemands, mais bon, je pense que vous arrivez à voir et puis te demander où, pourquoi tu as été effectivement, tu as pris une pénalité de 30 secondes qui effectivement te met à la 8e place. Mais bravo quand même pour la course, parce que je peux te dire, demain, ça me ferait plaisir de voir des Grands Prix comme j'ai vu ici, toi. Pas un Marquez qui part tout seul devant. Ça me freue morgen, das Rennen gesehen. Und nicht beide Brüder, Marquez, die vorgegangen, eine vorne. Das macht für mich gerade das Rennen Ende. Und das hat mich freut, was ich das Rennen gesehen habe, wie der gemacht hat. Aber für morgen, toi, 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 morgen gibt es noch das Rennen. Und du zeigst dir, was du kannst. Tu me demandes encore une course. Et puis tu montreras, ce que tu es capable de faire. D'accord? Merci. Danke. Und gute, macht es gut weiter.